Tenpenny hat eine Explosion ausgelöst, die beleuchtet die Gebäude. Ja, ja. Was der Tenpenny nicht weiß, mich macht gar nichts heiß, denn wir haben ja die Feuerwehrmission gemacht. Das heißt, wir können hier einfach... Oh, der Smoke hat sich ja weggeschleppt. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wo müssen wir denn jetzt eigentlich... Oh, wir müssen bestimmt auch gleich ballern. Also müssen wir uns... Genau, da hinten. Da hinten ging es raus. Da müssen wir uns sicherlich hier beeilen. Weil bestimmt auch Gegner noch irgendwo lauern, oder? Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Hab ich's doch gewusst. Also dann doch ein bisschen Beeilung. Wobei ich glaube, dass wir bestimmt mehr als genug Zeit haben. Das beschwören möchte ich aber trotzdem nicht. Ich hoffe es einfach nur. Ey, 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 ey. Ganz ruhig, ganz ruhig hinter der Bartheke, da ganz hinten an den billigen Plätzen. An den billigen Stehplätzen nämlich. Ja, der Tenpenny, den werden wir uns dann wahrscheinlich auch noch in der letzten Mission vorknüpfen. Aber dass der sich hat so leicht reinlegen lassen, ja meine Güte. Diese Etage steht in Brand. Benutze ein Feuer... Nö, ich brauch doch keinen Feuerlöscher. Ach Mensch, wie das Spiel nicht weiß, dass ich unsterblich bin, was sowas trifft. Außer wenn ich angeschossen werde noch nebenbei. Nö, 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 hier wird doch gar nichts gelöscht. Was stellen die sich denn vor? Achso, ich werde doch von unten. Ich dachte, ich werde schon wieder von oben angeschossen. Aber tatsächlich nicht. Na komm, einfach mal hier durchlaufen. Ich kann hier so schlecht... Ich sehe hier gar nichts. Da steht jemand. Oh, da unten ist aber was los. Deswegen tut das so weh. Ich habe doch gespürt, dass da ein Kratzen ist. Im Rücken. Jetzt nehme ich auch schon wieder gleich anderthalb Stunden auf. Anderthalb Stunden, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ja, ich muss ja mal die Parts zählen. Ich muss ja mal die Parts zählen. Ich muss die Verständnis dafür haben. Wenn ich hier noch die ganzen Feuer löschen würde, dann bräuchte ich ja Ewigkeiten. Deswegen habe ich auch so viel Zeit. Deswegen brauche ich auch so wenig Zeit. Gut, dass wir die Feuerwehrmission gemacht haben, nicht wahr? Ich weiß nämlich noch früher, wegen dem Feuer, immer wenn Feuer da war, mit meinem alten Computer hatte ich ja immer ganz wenige Frames. Und gerade bei dieser Mission könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich quasi teilweise nur... Also es war eigentlich unspielbar, aber ich habe es irgendwie trotzdem geschafft... mit irgendwie, weiß ich nicht, 3 Frames die Sekunde, irgendwie diese Mission zu schaffen. Weil dann hattest du halt automatisch auch mehr Zeit zum Zielen, auch wenn du dann sehr kontrolliert zielen musstest. Weil du musstest ja immer treffen, wenn du gezielt hast. Wenn du dann nicht getroffen hast, dann hast du ihn nicht getroffen. Logischerweise so, ne? So, jetzt aber ganz vorsichtig. Ach du Schande, wäre das jetzt scheiße, wenn ich die Mission nicht schaffen würde. Wenn ich jetzt noch sterben würde... Deswegen gut, dass ich mich jetzt hier erstmal im Hintergrund halte. Man kann hier wegen dem Rauch ganz schlecht alles einsehen. Aber da oben sehe ich was Grünes, das sich jetzt rot gefärbt hat. Ein Dreieck nämlich. Das gefällt mir. Ja, 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 ja. Da hinten war die Tür. Gott sei Dank habe ich mir den Weg gemerkt. Ah! Aber doof, dass ich jemand durchrushe. Ach Gott sei Dank. Ich dachte nämlich gerade... Vielleicht liegt da ja wieder eine kugelsichere Weste oder vielleicht liegt da noch eine, also noch von vorhin, dass ich die nicht gebraucht habe. Hätte ja auch sein können. Deswegen habe ich mich ganz kurz umgedreht. Und da hätte auch ein Gegner stehen können. Deswegen habe ich auch nochmal da geschaut. Nö, Feuerlöscher brauche ich ja wie gesagt nicht. Wo ist jetzt eigentlich der Sweep? Wo ist der abgeblieben? Oder geht das jetzt nahtlos weiter? Wie war das denn? Ging das jetzt nahtlos weiter? So, ach genau, jetzt sind wir wieder aus dem Gebäude draußen. Hier sind wir ja mit dem SWAT-Panzer, der hier nicht mehr steht, reingedüst in die Hütte rein. Ja, alles so ein bisschen durchlodert. Und er läuft durchs Feuer, er ist CJ, er ist ein Supergangster. Und er macht die Rolle vorwärts, wie er es in der Grundschule gelernt hat. Mit einem halben Salti. Und ganz spektakulär, wie es sich in einem richtigen Actionspiel gehört. Das kann selbst Alarm für Cobra 11 nicht besser. Wobei eigentlich doch. Aber auch nicht wirklich. Ach ja, wie? Das geht jetzt nahtlos? Nicht im Ernst, oder? Das geht doch hier nicht nahtlos weiter. Folge Tenpenny und sorge dafür, dass wieder nichts passiert. Bleib dicht an den Feuerwerken dran. Lass dich von Tenpenny nicht abhängen. Folge Tenpenny und sorge...
Ja, wo fährt denn der Tenpen hin? Ich weiß das nicht mehr. Und wie soll ich denn aufpassen, dass im Suite nichts passiert? Wie soll ich denn darauf achten? Soll ich den wieder abfangen oder wie? Wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, wie ich darauf achten soll. Also für den Verrückten... Ach du Scheiße! Was war das denn für ein Angriff? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt scheitere? Ich muss doch nicht wohl alles nachspielen, oder? Naja, wir sind ja jetzt einiges gewohnt. Uiuiuiui. Der traut sich ja was, der traut sich ja was, der Sweet. Und ich habe gedacht, der kann gar nichts. Aber uiuiui. Zum Glück ist das alles so geskriptet, dass uns gar nichts trifft, wie mir scheint. Und es soll einfach nur mächtig cool erscheinen. Wobei, oh, das war jetzt aber... Das sah jetzt eigentlich so aus, also komisch, merkwürdig eigentlich. Soll alles einfach etwas spektakulärer machen. Machen wir einfach mal... Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Was stellt er sich denn vor? Ich kann nur dranbleiben. Und draußen ist schon die Sonne aufgegangen, beziehungsweise sehe ich helles Tageslicht. Vorhin konnte ich mich noch, also am Anfang der Aufnahmesession konnte ich mich noch im Spiegel spiegeln, wollte ich gerade sagen, aber im Fensterspiegel, also im Fensterglas. Und deswegen hatte ich auch schon mal die Rollos hochgezogen, also das Rollo, das Leckere, damit ich dann einfach sehe, wenn es offen ist, wenn es Lachtag ist. Ich laber auch, ganz ehrlich, so einer frühen Stunde labere ich auch mehr Dünnpfiff als wie gewöhnlich. Und als wie ist auch eine sehr volle, sehr sinnvolle... Also ich behaupte ja, als wie ist ja falsch. Man sagt ja entweder als oder wie. Bloß die ganzen Assi-Familien sagen ja immer als wie. Und halt Menschen, die das nicht besser wissen und das so lernen. Und tatsächlich, ich behaupte, in 10 oder 20 Jahren... Ja, kannst einfach dich fallen lassen. Also mehr als ein paar Knochenbrüche kannst du dir da eigentlich nicht wegholen. Okay, dann fahren wir halt so lang, Tenpenny. Können wir machen, wie du das möchtest. Ach, der möchte bestimmt zum Airport, oder? Bestimmt. Kannst du euch den Taxifahrer da von der Straße abbringen? Uiuiui. Nee, wo war ich? Ich war schon wieder über irgendeinem Thema. Das habe ich jetzt aber tatsächlich vergessen. Ja. Nee. Sweets halt. Das ist aber nicht gut. Nicht gut. Oh, das war aber knapp. Tenpenny, ich würde vielleicht schnell wieder auf den Fahrersitz steigen. Also würde ich vielleicht machen. Wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Was? Was macht... Wie? Hä? Wieso gibt es denn jetzt zwei Tenpennys? Oder sehe ich jetzt doppelt? Verstehe ich das jetzt falsch oder wie? Oder hatte er da tatsächlich noch einen Kopf drin sitzen oder so? Auto meint unser Auto, oder? Also wir haben Infinite Ammo, also haben wir kein Problem. Ach du Schande. Also sorry, aber das ist voll unrealistisch. Dass der so viel aushält. Der Tenpenny. Ihr seht zu, dass ihr Land gewinnt. Das erinnert mich an diese eine Mission, wo ich auch die ganze Zeit ballern musste. Da ging es irgendwie, wie hieß die Mission? Reuniting all the families oder so. Die war relativ am Anfang des Let's Plays. Ewigkeiten ist es her. Das war vielleicht sogar noch Februar oder so, als wir diese Mission gespielt haben. Deswegen ist es umso epischer. Deswegen habe ich mir auch so viel Zeit gelassen. Warum beschützen denn eigentlich diese Heckenpenner? Warum beschützen die eigentlich Tenpenny? Das verstehe ich nicht. Oder sind die sauer, weil ich so ein paar Ganggebiete erobert habe? Ich weiß es nicht. So. Ja, Svi, du solltest vielleicht... Ja, ich konnte da jetzt wenig aufräumen. Ja, ich passe ja schon auf, Svi. Ich passe schon auf. Der Tenpenny, der 10-Pfennig-Mann, der entkommt uns nicht. Oh ne, mit 20 Pfennig. Da kann er sich drauf verlassen. Auch wenn er jetzt noch einen Kredit aufnimmt. So. Der legt sich freiwillig schlafen. Beziehungsweise hält er einfach an. Ja, wie, wohin soll das denn noch führen? Der Sprit geht ja eher alle, als dass einer hier aufgibt.
Und der, ach so, der CJ fährt jetzt schon wieder. Ach so, der CJ, Quatsch hier, der Tenpenny. Der Tenpenny fährt ja wieder, beziehungsweise immer noch. Der hat ja nie das Steuer verlassen, das waren immer nur irgendwelche Cops. Und ich habe mich schon gewundert und ich sehe gerade, ich muss ganz schön aufpassen, das ist ja immer noch eine Mission. Heißt das jetzt, dass wir dann die ganze Mission wiederholen müssten, wenn wir jetzt draufgehen? Also ich frage mich das jetzt wirklich, weil ich echt Angst habe. Ja, geht doch kaputt. Immer die Beifahrer als erstes kaputt schießen, denn die machen ja überhaupt was. Die Fahrer, die fahren nur. Die nehmen ja kein Schießeisen in die Hand. Boah, diese bürgerkriegsähnlichen Zustände. Unglaublich, unfassbar. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich mal das Auto wechseln. Aber wahrscheinlich stößt dieser Vorschlag auf wenig Gegenliebe. Denn das würde wertvolle Zeit kosten. Und trotz Feuerwehrauto, das eigentlich relativ langsam fährt. Ey, Speed, pass auf. Nein. So gefällt mir das. Warum sind die jetzt eigentlich freiwillig aus dem Auto gesprungen? Verstehe ich nicht. Wie? Oh. Was ist denn mit ihm jetzt passiert? Warum hat er denn die Kontrolle verloren? Warum? Ja, das haben wir gemacht. Darauf bin ich jetzt sehr stolz. Und er landet natürlich in der Grove Suite. Er landet bei seinen Rächern. Aber vielleicht lebt er ja noch. Vielleicht kann er seine Taten wieder gut machen. Vielleicht kann er sich ja noch läutern lassen. Vielleicht kann er noch die Exkommunikation abwenden. Come on, assholes! I'll take you all! You're mine! Mine! I run this town! Hey! Over here! Hey! Officer Dow, come on! Hey! Assholes, you never understood what I did. 50 of me, and this town would be okay. I took the trash out. I did. And I'd do it all again. Na, dann stirbst du doch in Frieden. Don't do it, man. He's gone. I just want to be sure it's over, man. That's all. It's cool. Don't need to put a bullet in him. He killed himself in a traffic accident. No one to blame. Let's roll. I mean, far out, man. You know, I mean, you beat the system. I tried for 30 years to cross over, but you managed it, man. I mean, man, you're an icon, man. Oh, thanks, man. I'm just glad it's finally over. What's up with Smoke? You know what's up with Smoke. He always saw things a little different than us. Smoke? Smoke was always on his own, always out for self. That is the surest path to hell, man. Well, that or 15 microdots and an ounce of mescaline. Let's go get something to eat. Sounds good to me. Wie traurig. Requiescat in pace. Kann ich da nur sagen. See you around. Oder das. Er guckt etwas gequält, der Tenpenny. Ja, er guckt tatsächlich etwas gequält. Und seine Beine, das rechte oder das linke? Hey, now that everything etwas is gekürzt. Cool, we gotta stay on top of our game. Keep everything in check, but subtle. We got problems in Venturas, problems in San Fierro. Shit's never ending. For sure. I mean, the family's back on their feet, but we gotta keep shit tight. Because a lot of people has got their eyes on us. Whoa. I come in peace with Mr. Dog here, who has an announcement. Our first gold record! Yeah, I'm talking about. Yeah, they heard about it. I decided to get breast implants. Shut up, Joke on. Anyway,
What's next? We should hit the casinos, roll some dice with Woozy. Nah, we gotta take care of shit here first. We going on tour, fam! Has anyone got a tissue? My nose is... It won't stop running. Is that, anybody? Yeah, I have. Over there. I'll pass. Carl, where are you off to now? Finna hit the block. See what's happening.